Die Ereignisse haben sich im letzten Part überschlagen. Und jetzt sind wir hier. In dieser komischen Gegend. Sehen wir uns doch einfach mal um. Diese muskelbepackten Stücke Fleisch. Ich will einfach nur einen großen Bissen aus ihnen nehmen. Jausa. Alles klar, Alter. Was steht hier? Wir suchen nach Mitstreitern. Competitors. Mitstreiter, ist das das richtige Wort? Ich glaube nicht. Suchen nach halt Leuten, die mitspielen. So. Meldet euch beim Sportsdom an für eure Chance zu gewinnen. Der Gewinner kriegt das Mädchen. Oh, das hört sich interessant an. Alter, der Sportsdom ist so cool. Ich wäre ein Sportler, ein Sportster, wenn ich nicht eine fette Platzverschwendung wäre. Lel. Platzverschwendung. Hey Alter, ich bin der Jerkman. Wenn du Jerky, also Fleisch willst, bist du am richtigen Ort. Können wir uns nochmal Heilung kaufen? Ich hole mir, glaube ich, einfach zwei Stück. Aber ich habe auch nicht mehr allzu viel Geld. Fancy Perfume, gut. Nehmen wir. Herr Gill, das ist, glaube ich, für Beltboy ein Ausrüstungsgegenstand. Dieses Mana von den Göttern wird deine Haare im richtigen Platz halten oder zusammenhalten oder so. Das Mana der Götter. Nice. 50 Max, sehr gut. Ich will die Flasche noch haben. Krieg ich die irgendwie? So, ne? Yay, Flasche! Nochmal speichern. Cause why not? Brauchst du eine Erfrischung? Ich glaube, ich weiß, die Jungs arbeitet da drin hart. Ah. 800 SP nehme ich mal auch zwei Stück mit. Wenn wir im Sportsdom mitstreiten wollen, müssen wir heftig as fuck sein. Also buff as fuck, einfach nur trainiert as fuck. Um die Meisterschaft zu gewinnen, musst du verfickt nochmal hard workouten, dein Körper und dein Gedächtnis. Also und dein Gehirn. Parfüm, gut. Mehr Flaschen. Da ist ein Mädchen da draußen, ein Mädchen. Und diese muskelbepackten Fieslinge haben sie. Das ist einfach nicht fair. Ah, verdammt, du dummer Hurensohn. Ich töte dich. Ich reiß dir die Augen aus. Er hat sie das verdammte Spiel gekostet, so ein Hurensohn. Ja, Sport. Muss ich nicht verstehen. Dead Flower. Macht Glück hoch. Das sah wahrscheinlich mal irgendwann gut aus. Ja, gehen wir Bad Boy kommen. Kann er vielleicht ein bisschen öfter kritten. Fireworks. Hier, Pack of Fireworks. Okay. Du da. Ich suche nach jemandem, dem ich meine geheime Kunst anvertrauen kann. Eine Kampfkunst. Wirst du das Wissen akzeptieren, bevor ich weg verfaule? Wither away, ja, sowas. Ja, Meister. Sehr gut. Aber bevor wir die Stunde beginnen,
brauche ich etwas. Also ich habe Durst. Ich finde mir einen Onion-Wodka. Haben wir einen Onion-Wodka? Ich glaube nicht, oder? Ich sehe keinen. Oh dear, I feel like... Onion-Wodka. Nichts anderes würde es tun. Ja, dann besorge ich kurz einen Onion-Wodka. Komplizierte Leute. Gab es hier Onion-Wodka? Ja, nehme ich einen. Das hat meinen Durst gestillt. Aber ich kann auch nicht mit einem leeren Magen leeren. Finde mir mal Domestic Jerky, würdest du bitte? Ja, nimm's. Das hat mich gesättigt. Also, lass uns die Stunde beginnen. Eigentlich, wenn du könntest, mach mal bitte noch eine Sache. Bevor ich sterbe, will ich ein paar Magazine, um mir Gesellschaft zu leisten. 20 Magazine sollten es tun. Komm, komm. Ich fühle den Tod schneller und schneller kommen. Ja, nimm es, komm. Wundervoll. Oh, oh mein. Das sind ziemlich gute Magazine. Naja, okay. Ich denke, wir sollten jetzt anfangen. Ja, es steht alles auf diesem Stück Papier hier. Es ist ein bisschen basic. Du solltest es schnell lernen. Übrigens, wenn du einen Mann namens Joghurt findest, sag ihm, sein Vater sagt Hi. Das ist hier. Es ist in Englisch geschrieben. Es kann nicht so authentisch sein. Steigert Defense. Ich glaube, ich gebe das Langs, weil er nicht viele Defense hat. Und Langs muss eigentlich viel überleben, das wäre vorteilhaft. Ich kann nochmal kurz speichern. Sie ist mein. Nein. Oh. Unmenschliche Figur. Oh Gott. Oh je, oh je, oh je. Diese Waffe, die Fingergun so stark macht, habe ich übrigens wieder runtergenommen. Ich habe es lieber ein bisschen Freiheit zu haben und mir wirklich auszusuchen, welchen Move ich schießen kann, anstatt immer nur mich auf einen zu verlassen. Ich werde mal noch kurz darunter. Was ist denn hier? Also ich weiß, was hier ist, aber unten nichts. Okay. Oh. Das sind ein paar. A, B und C. Okay. Wir haben ja Final Rush auch bekommen. Und Radical Pose. Radical Pose bringt jetzt nicht so viel. Für Weltbot ist einfach, da kriegt er den coolen Status-Effekt. Final Rush ist vielleicht ein AOE-Hit. Das kostet aber 40. 40 TP. Nächste Runde haben wir genug. Da testen wir das mal. WASSD. Okay, das trifft alle. Das ist natürlich gut. Gut, Beltboy. Sehr gut. Verfehlt einfach alles. Ich kann alles verfehlen.
Jesus, Bad Boy. Mach jetzt deinen No-Scope. Okay, hat's erledigt. Stopp. Ein rekalibriertes Arsenal. Für Belty Boy. Waffen, die größere und bessere Kugeln benutzen für mehr Zerstörung. Sehen aber noch billiger aus. Sind aber stärker, also komm. So, was kaufe ich mir denn jetzt? Uff. Das wird aus Reginald, wenn man ihn nicht in die Party einlädt oder holt. Trauriges Schicksal. Powerful Speech. Testen wir jetzt auch mal aus. Bad Boy Intimidated. Ach ne, ich hab nicht intimidated, ich hab aus Versehen irgendwas anderes benutzt. Meine Schuld, sorry. Du ölst dich ein. Cyclops. Oh, Cyclops poisoned. Lynx. Kann mal heilen. Oh Gott, ich muss niesen. Oder? Ne. Okay. Wenn wir diesen Inspiriert-Status-Effekt haben oder was auch immer das ist, machen wir einfach heftig viel mehr Schaden. Hm. Ja genau, inspiriert. Und dann sollte auch bald Reginald fallen. Das war's mit ihm. Danke, dass es genau über dem Loch diese Meldung kommt und ich so nicht über das Loch komme. Alles klar. Ist auch noch ein Weg rüber? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist nicht mehr vergiftet. Gut, ich kann mal kurz heilen. Nimm das. Und Mana brauche ich sowieso. Also, Beltbot kriegt. Ja, wir haben noch genug Mana-Regenerations-Items. Mehr von denen. Fireball 2. Und du greifst mal an. Genug für Final Rush? Ich glaube nicht. Nee. Ach Gottchen. Sind die alle so low? Ich gönn dir mal ein Domestic Jerky, weil ich dich lieb habe, Cyclops. Ich habe euch alle drei lieb, meine Leute. Meine Gang. Spooky Figure.
sorry, es ist sehr dunkel hier drin. Oh, oh, wir haben ihn getötet. Oh, Langs kriegt Fireball 3. Sehr gut. Aber da gab es ja nicht irgendwie so einen Trick, wie man nach da hinten kommt? Keine Ahnung. Eieiei, okay. Das sind jetzt sehr viele von den Dingern. Ich mache eine Fireball und hat längst genug für Fireball 3, ne, oder nicht? Dann gibt er sich Mana. Und er probiert seinen Final Rush zu kriegen. Toll, braucht er noch mehr Punkte. Ja, komm, schneller. Warum seid ihr so viele, Mann? Oh, das war's schon mit dem einen. Dann Blackbird schießt normal, Langs Fireball 3 und jetzt darfst du Final Rush machen. Jetzt leben wir noch zwei. Oh mein Gott. Jetzt nicht mehr. Du darfst mal kurz heilen. Falls du es überhaupt noch schaffst, ne, schaffst du nicht. Brutaler Meteor. Ich weiß nicht, ging es hier schon weiter? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon. Von daher will ich, wie gesagt, erstmal hier lang. Da gibt es ein Item. Das nehmen wir natürlich mit. Rubber Duck. Macht Scared weg. Okay, das ist gut. Das gebe ich, glaube ich, sogar Langs. Das macht halt jeden Stat um 1 runter, aber ist kein Problem für Langs. Es ist wichtiger, dass Langs nicht scared wird, dass er permanent seine Moves benutzen kann. Komm, jeder kriegt mal so ein Jerky. Wir sind doch gerade echt low. Low unterwegs in dieser kleinen Höhle hier. Ich glaube, hier geht's zu dem Item. Ja. Camo Shawl. Oh mein Gott! Was geht hier ab, Alter? Creep. Ich glaube, die Dinger sind aber nicht stark. Zumindest waren sie in Lisa the Painful nicht stark. Bitte bevorzugen, dass du jetzt stirbst. Das wollte ich nicht. Reicht trotzdem. Alles klar. Mr. Jerky kriegen wir auch dafür. Ich glaube, das ist für Langs, oder? Camo Shawl. Ja. Macht keine Flashbacks, aber macht dich hart zu sehen. Macht längst eine Special Attack runter, seine Agilität. Dafür aber seine Death hoch und seine Special Death. Ist nicht viel, was runtergeht, also ich glaube, ich mache das. Mit zwei Special Attack, das geht. Dafür hat er diesen Hide-Effekt permanent. Kann auch mehrmals ausweichen. Das ist gut. Gutes Equipment für Langs. Und jetzt hier runter. Ins Wasser. Und wieder hoch. Hoch. Speichern ist gut. Suchen nach Mitstreitern. Meldet euch beim Sportsturm an. Für das erste nach dem Flash. Also für das erste nach Flash. Tournament.
Der Flash war halt das Event, wird im Spiel als der Flash beschrieben, wo halt alle Frauen verschwunden sind. Das war der Flash. Und das ist jetzt der erste Wettbewerb nach dem Flash. Rest hier. Cyclops wird garden. Szene skippen? Nein. Gucken wir uns das an, das ist wichtig. Erinnert ihr euch an eure Eltern? Ein wenig. Sie waren nie wirklich da, also es gibt da keine großen Erinnerungen. Die Dinge waren sehr voll an meinem Zuhause, also habe ich mich an mich selbst gehalten. Meine Eltern waren damit beschäftigt, sich um die anderen Kinder zu kümmern. Mein Vater hat meine Mutter verlassen, als ich jung war. Sie war echt nett, aber der Flash hat sie ausradiert. Vermisst ihr eure Familien? Na, ich denke schon. Ich denke. Kann nicht sagen, dass ich's tue. Aber hey, wir sind ja praktisch eine Familie, oder? Halt's Maul. Okay. Ja. Die Freundschaft zwischen den drei ist schon was ganz Besonderes. Aber cool. Es ist einfach cool zu sehen, wie die drei immer miteinander interagieren. Und man weiß auch schon, dass die sich halt schon sehr lange kennen. Eigentlich auch gute Freunde sind. Das ist was mir halt bei Lisa the Painful gefehlt hat. Einfach die Character Developings. Du hast halt deinen Main-Charakter, über den du auch viel weißt. Auch die ganzen Flashbacks und so. Und auch die ganze Story, alles drum und dran. Aber zu den ganzen Party-Membern, die du halt findest und die du triffst, über die weißt du halt in Lisa the Painful nichts. Also du nimmst halt die du cool findest oder die halt stark sind oder gut kämpfen können oder was auch immer. Aber du erfährst nicht wirklich was über deren Vergangenheiten und so. Und wer das alles überhaupt ist. Also du hast halt die Namen, ist klar, und ja, wie die halt drauf sind, aber sowas wie hier, also so Character Developing und sowas zwischen den einzelnen Charakteren, hast du halt nicht. Deswegen finde ich das in Hopeful besser. Bei mir persönlich ist das wichtig. Ich weiß, manche juckt das überhaupt nicht, mir aber schon. Also wie gesagt, mir ist das schon wichtig. Und deswegen finde ich es einfach besser, das System, dass du einfach quasi deine drei Leute hast, die sich schon ewig lang kennen. Und du einfach siehst, dass sie halt alle total verschieden sind, aber sich trotzdem halt verstehen, weil sie halt Freunde sind. Ist cool. Was ist hier los? Die bewachen, glaube ich, eine Brücke, kann das sein? Geh mal von hinten. Erschrecken die Leute mal. Boss? Was zum... Aber wie? Schnappt sie! Lass sie nicht entkommen! Tötet sie! Wir haben einfach einen extra Weg genommen. Alphonse Labelle. Eugenio Estevan. Eugenio Estevan. Eugenio. Bruno Bona Clint. Ich glaube, wir gehen auf den Linken zuerst. Powerful Speech ist wichtig. Ich muss mein Handy kurz entsperren, da stehen meine Kombos drauf. Ist wieder. So. Fällt bei Intimidated. Lang saugt für Inspiration. Während Cyclops einfach Punkte aufbaut. Kann sowieso nichts machen. Oh, längst wurde gefunden. Und es pisst. Okay, also ich würde sagen, Backup steckt sich erstmal wieder. Oh, sehr gut. Was war das überhaupt? Längst war das, ne? Längst hat Schaden gemacht. Aua. Oh, mein Stuhl ungemütlich. Oh. Okay, Intimidate ist schon wieder weg, die Wirkung. Achso, wir haben keine Kontrolle über die anderen, die sind enraged. Nur Cyclops hat Kontrolle, ja, dann macht Wasser Rage weg. Wir haben nur noch ein Wasser. Ich gib's mal lieber Langs. Alle können ja alle angreifen. Und er kriegt wieder Halt, okay. Yo, was war das für ein Move?
Fireball 3, hau ein bisschen rein. Du würdest sogar sagen... Suppe bitte. Langsam geht mir die Heilung aus. Dann benutzt nochmal. Ganz ehrlich, ich lasse längst sterben. Ich hoffe einfach, dass sie ihn nicht angreifen. Und benutzt dann ein Parfüm. Okay, einer ist schon tot, das ist sehr gut. Okay, Welper schläft. Ja, dann heilen mal, komm. Jetzt darfst du heilen. Wir gehen auf den. Mit Final Rush. Oh, wir haben sogar brutal Meteor bekommen, stimmt. Das kann ich auch benutzen. Gib mal noch eine Speech. Wieder Punkte. Bad Boy ist wieder. Ne, Bad Boy ist wieder gerade aufgewacht. Dann heil nochmal und du darfst jetzt dann mit auch machen. Nachdem Bad Boy fertig ist. Okay. W-A-D-D. Schöner Schaden. Durchaus. Nein, nein, nein. Wir gehen auf ihn. Was? Oh, nice, erklärt. Sehr gut, das passt bei ihm. Wie viel kostet das? Kostet 30 brutal Meteor. Darfst du das wieder machen? Vielleicht kriegen wir sogar 30 voll. Ja, tatsächlich genau 30. Gives you a good night kiss. Aha. Mhm. Dann gebe ich das mal auf Bad Boy. Und er angreift. Inspiration ist weg. Du sammelst Punkte wieder. Nice, er gerade. Chill doch mal. Längst keine Mana. Ich hoffe einfach, der Typ hat nicht mehr so viel. Also eigentlich darf er nicht mehr viel haben. Nice, sehr gut. Das war alles dank mir. Ah, du warst auf jeden Fall eine große Hilfe, Lynx, mein Dude. Die hübschen Jungs werden dich kriegen. Ich glaube, die hübschen Jungs ist eine Anspielung an eine Gang aus Lisa the Painful. Da gab es ja die hübschen Jungs, das war ja im ersten Gebiet, glaube ich. Oder nein, nicht im ersten, aber im zweiten. War das, glaube ich, die lokale Gang, die deine Leute kidnappen konnte. Wenn ich mich richtig dran erinnere. Ich habe keine Ahnung, ich glaube aber schon. Genau. Und da wären wir auch schon am Sportdom. Willkommen beim Sportdom, Alter. Die einzige Form von Entertainment, die noch in OLED übrig ist, wahrscheinlich. Wenn du einen funktionierenden Fernseher hast, dann schalte lieber ein. Ja, nee, haben wir irgendwie nicht. Wir sind durch OLED gereist, haben nach dem Mädchen gesucht. Aber anscheinend hat eine fette Armee mit roten Totenköpfen sie auch verfolgt. Sie ist aber anscheinend davon gekommen. Weil jetzt anscheinend der Sportskönig sie hat. Alles klar, Sportskönig. Oh, hallo. Ihr seht stark aus. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Klar. Cool.
Da sind ein paar Schwachköpfe da, wo ihr herkommt. Sie nennen sich die Sexy Mans. Wenn du sie irgendwie zusammenschlagen könntest, gebe ich dir was Gutes. Oh, hast du schon? Krass, Alter. Da ist das Ding, was ich dir versprochen habe. Ein Stressball? Frieden und Liebe. Gift ist das Grease, wenn ich... Okay, mach also Pist einfach weg. Kann ich das jemandem geben? Das macht aber wieder die Stats runter. Nee, komm, scheiß drauf. Braucht keiner. Wir speichern. Ohne Sport bin ich nichts. Was machst du hier, Mann? Wir diskutieren gerade einen Vertrag mit diesem Team aus. Was? Ich habe keine Ahnung, ob ich es gerade richtig verstanden habe. Wir sind die Besten in... im Töten-Business auf dieser Seite von Oleth. Also bekommen wir auch, was uns zusteht. Das ist alles, was ich sag. Zu dem Sportsturm dann übrigens später mal mehr. Also da kommt noch genug. Wir werden dann noch zurückkommen und uns ansehen, was da abgeht. Aber erstmal wird es dann hier weitergehen. Im nächsten Part. Oder in der nächsten Folge, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Ganz vorsichtig speichern. Der Rabe ist sehr nah am Abgrund. Da bloß nicht runterfallen. Wenn man es runterfällt, ist halt direkt ein Game Over, wie man vorher schon gesehen hat. Ja, also würde ich erstmal Schluss machen und dann würde es demnächst dann wieder weitergehen. Bis dahin.